Die Erläuterung der drei fundamentalen Grundlagen. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, ihn lobpreisen wir und bitten ihn um Hilfe und Vergebung. Wir nehmen Zuflucht bei ihm vor dem Übel unserer Seelen und dem Schlechten unserer Taten. Wen Allah recht leitet, den kann keiner in die Irre führen, und wer in die Irre geht, für den gibt es keinen, der ihn recht leiten kann. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah, den Einzigen, der keinen Partner hat. Und ich bezeuge, dass Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, sein Diener und letzter Gesandter ist. Der Verfasser des Grundwerkes ist Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman at-Tamimi rahimahullah. Er wurde im Jahre 1115 nach der Auswanderung des Propheten, Segen und Frieden seien auf ihm, in Uyayna geboren und starb im Jahre 1206 in Diriyah. Warum ist es wichtig, den Tauhid zu erlernen? Zum einen, weil Allah subhanahu wa ta'ala uns erschaffen hat, um den Tauhid zu verinnerlichen. Weil Allah keine Taten annimmt von dem, der den Tauhid nicht verinnerlicht. Es ist somit ein Grund für die Vermehrung der Belohnung. Nur wer den Tauhid verinnerlicht, kommt ins Paradies. Es ist genauso ein Grund für die Rechtleitung und beständiger Sicherheit. Es ist ein Grund für die Vergebung der Sünden. Es ist ein Grund für die Fürsprache des Propheten Mohammed, Segen und Frieden seien auf ihm. Und es ist ein Grund für die Seelenruhe.